schön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Elisa Karlich und ich begrüße Sie heute aus dem Studio der HLW Landeck. In meiner heutigen Show möchte ich euch die Wirtschaftsfächer hier in unserer Schule HLW etwas näher bringen. Zu den Wirtschaftsfächern zählen hier Rechnungswesen, Betriebs- und Volkswirtschaft, Recht, Projektmanagement, Veranstaltungsmanagement und je nach Ausbildungsschiene Eventmanagement oder Medien- und Kommunikationsdesign. Um Ihnen das etwas zu verdeutlichen, habe ich heute einen Gast eingeladen, der uns etwas über die Wirtschaftslage informieren wird und über ihre Enkel sprechen wird. Begrüßen wir nun gemeinsam unseren heutigen Gast, Gertrude Hintertaler. Herzlich willkommen. Ja. Hallo Gertrude. Hallo Gertrude. Sie können sich gerne setzen. Vielen Dank für Ihr heutiges Kommen bei uns in der Show. Frau Gertrude Hintertaler. Nein, nenn mich Gerti. Dankeschön. Gerti ist Autorin der Kochbuchserie Wald schmecken muss. Und sie ist, wie ich schon erwähnt habe, die Oma einiger Enkel, die die HLW Landeck absolviert haben und nun in den verschiedensten Berufen tätig sind. Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, unserer Gerti ein paar Fragen zu stellen. Wie ich gehört habe, sind Sie Bergbauern. Ist das richtig? Ja. Gut, wie haben Sie das dann geschafft, mit so vielen Kindern eine gute Ausbildung zu finanzieren und zu ermöglichen? Können Sie mir das etwas erläutern? Weil eine richtige Ausbildung war für uns alle schon wichtig, aber wir haben nicht viel gehabt, weißt du? Für die Schule hat die alles gegeben, gar alles, aber bei uns hat es das halt alles noch nicht gegeben. Aber all meine Enkel sind teilweise in Land gegangen. Schauen wir mal, wie viele Sprössle ich habe. Aus denen ist halt etwas Gescheites geworden. Das ist ja toll. Der Johannes, mein einziger Spur, es ist ein guter Arzt geworden. Mein ganzer Stolz. Ja, Katle. Der ist so gerne in die Schule gegangen, der hat so gut gefallen und ist heute noch da als Professorin. Ja, die Jule, das ist ein ganz gescheites Mädchen, die ist Steuerberaterin, die hat alles mit Auszeichnung geschafft. Ich komme ein bisschen näher zu dir, wir haben es fein, wir kennen ja mein Kindchen. Ja, geil. Die Anna, das ist schon super Köchin, nicht? Gelernt hat es natürlich von mir und von Schule. Das ist das einzige Mädchen, was Gulasch macht, das Nali. Und jetzt hat sie mit der Johanna und der Lucia aus meiner schönen Bauernpension ein Wellnesshotel gemacht. Wahnsinn! Nein, stell dir vor, Bettina, das war alles schon so geschäftlich und hat alles schon gewusst, was sie will. Jetzt hat sie sogar bis zur Bürgermeisterin geschafft. Mein Mädchen ist das. Ja, und die Lena natürlich nicht. Der schönes Mädchen kommt ganz nach mir. Die hat natürlich geschaut, dass mein Kochbuch auch gesund ist. Die hat es ja gelernt. Aber er hat es nicht lange mit Lisa, sondern noch mit dem anderen. Gerti, wie ich gehört habe, ist eines ihrer Enkelinnen ebenfalls international unterwegs. Stimmt das? Ja, freilich nicht. Die hat natürlich als Dolmetscherin sogar alle Sprachen übersetzt. Russisch und Spanisch und Französisch. Was man halt zu lernen, nicht? Und das hat sie alles in der HLW Landeck gelernt? Ja, von wem sie ist. Aha. Respekt. Du bist ja noch jung und kräckig, ja. Stell dir vor, was das meine zwei Zwillinge waren. Das ist ein Wahnsinn. Die sagen alle für gute Stimmung in der Stube und machen aus der modernen Katzenmusik einen Haufen Millionen. Wow! Gerti, dieses ganze Vermögen, das ist ja eine Mordsverantwortung. Wer verwaltet denn das alles? Aber frei, weißt du? Dazu haben wir noch mal Chiara mit, die verwaltet und managt das alles. Die hat gelernt, wie man im Geld umgeht in der HLW. Sehen Sie mal.
Das war alles meine Sprechen. Ich war halt auch so gerne Talwegungen. Na warte, ich krieg mal etwas in den Sinn. Ja, noch etwas auf dem Herz stehen. Ich muss ja dann verabschieden. Ja. Ganz vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, Sie haben uns sehr gefreut. Sie haben uns viel Information geben können. Gerne, bin ich da angreifen. So, auf Wiedersehen. Pfiati, Pfiati. Vergelt's Gott, 1000 Maler. So, das war's auch schon wieder bei uns. Ich möchte nun noch an meine Kollegin Hanna schalten, die sich direkt im HLW-Schulgebäude befindet. Hanna, kannst du mich hören? Elisa? Ja, ich kann dich hören. So, ich stehe hier heute live im HLW-Gebäude und wir werfen jetzt zusammen einen Blick hinter die Kulissen. Aber, pst, Sie haben hier Unterricht. Party in der HLW? Schön wär's. Aber jetzt werfen wir wirklich einen Blick hinter die Kulissen. Psst, wir haben Unterricht. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns zugeht, dann kommt's nächstes Jahr zu uns. Die Geldhalbwegungen.